Trek, der neue Film, unendliche Welten. Endlich ist er da, endlich kommt er ins Kino. Diese Woche startet er. Vom J.J. Abrams Regie. Er ist ja sowieso der Shootingstar der jetzigen Regisseure. Erzählt wird die Geschichte vom jungen James D. Kirk, wie er geboren wird, wie das Schiff zerstört wird, wie der Enterprise gebaut wird. Und alles in sehr realistischem Stil, immer mit der Erde verbunden, nie so nur spacig und Science-Fiction-mäßig wie die anderen Serien und wie die alten Filme. Es ist quasi ein Neuanfang, sowas wie Batman Begins für die Batman-Serie war, ist Star Trek für die Star Trek-Serie. Grenzt sich komplett ab zu den alten Filmen und ist wirklich neu, actionreich, realistisch, Charaktere werden ausgearbeitet, charakterbasiert, wunderbar. Der Film war genial, von Anfang bis Ende. Die Action-Szenen sind teilweise ein bisschen zu schnell geschnitten, aber das muss heutzutage anscheinend so sein. Der Enterprise selber war ziemlich flink unterwegs, was mich ein bisschen gestört hat. Und sonst eigentlich genial. Gesehen haben wir den Film bei der Gala-Premiere. Da war der Carl Urban und der John Cho, der den Sulu spielt, anwesend. Bilder sind auch auf der Homepage zum Sehen bei uns in Kürze. Und jo, auf jeden Fall anschauen gehen für Star Trek-Fans, alt oder neu, oder allein für Science-Fiction-Fans auch zu empfehlen. Schaut es euch an, Spitzenklasse.